Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Spiel beziehungsweise neu remastered, wie man so schön sagt, in 4K und allen möglichen Mass Effect, und zwar die Trilogie Legendary Edition ist im EA Play rausgekommen. Ich war am Überlegen, mir das noch zu kaufen vor ein paar Monaten, weil ich dachte mir, das wollte ich unbedingt mal nachholen, weil ich habe das zwar gespielt, so den ersten Teil so, und ich fand es auch sehr spannend, aber dann kam doch Studium und alles Mögliche dazwischen, deswegen, blieb es so auf Eis, aber jetzt in der neuen Version das Ganze nochmal zu spielen, darauf freue ich mich. Und das wird wahrscheinlich eins meiner längsten Let's Plays nach, was kann man sagen, Skyrim und, ich glaube sogar Dark Souls 1, aber wir spielen die komplette Trilogie durch und wir versuchen mal anzufangen. Also ich bin wirklich sehr gespannt, auch wie es optisch aussieht. Das Ganze spielen wir auf der Series X, also seid gespannt, seid dabei. Ganz gechillt gehen wir dem Ganzen an. Fangen wir mal an. Okay, Nutzungsvereinbarung, ich akzeptiere es. Ja, da bin ich auch sicher. Start. Okay, wir fangen mit dem ersten Teil an. Macht Sinn, ne? Ach, guck mal, ich muss hier noch, die anderen müssen noch installieren. Na gut, wir machen erstmal den ersten. Warten. Los. Obwohl, die Option wäre auch nicht schlecht. Deutsch, englisches Audio. Ja, darf gerne an sein. Englisches Audio aus. Gibt es ja auch, gibt es ein deutsches Audio bei? Ja, okay, wahrscheinlich, ne? Und der Titel, Schriftgröße machen wir mittel. Wenn es zu klein ist, können wir es auch noch anpassen. Gut. Schließen. Gut. Fangen wir mal an. I'm excited. Hoffentlich halten sich die Ladesequenzen im Rahmen. Beliebige Taste drücken. Kann mich erinnern, wie atmosphärisch es damals schon war. Also von daher, ich bin gespannt. Die Extras sind Erfolgeoptionen. Grafik. Motion Blur ein. Auflösung. Qualität vorziehen oder Framerate vorziehen? Wir schauen uns die Qualität mal an und können ja dann immer noch wechseln. Okay? Obwohl natürlich ich 60 FPS immer vorziehe. Also, wir können ja zwischendurch mal, wir fangen mal mit der Qualität an, gucken uns das nachher nochmal an, wie es dann aussieht. Obwohl, wenn ich mit dem Spiel bin, kann man es wahrscheinlich nicht mehr ändern, ne? Gut. Fangen wir mit der Framerate an. So. Kalibrierung, Sound, Steuerung. Okay. Gut, los geht's. Neue Karriere starten. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Oh. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Das wäre gut. Sichere Verbindung bestätigt. Perfekt. Okay, wer soll sich sein? John oder Jane Shepard? Wir nehmen mal John. Neue ID eingeben. Geben Sie Ihren Karriereinformationen und physischen Daten manuell in die Crew-Daten von Nomadi ein. Bestätigen Sie Ihre ID als Kommentar? Oh ne, können wir auch eigene ID eingeben? Das machen wir doch. Individueller männlicher Charakter? Schnellstart? Ah, komm, wir spielen es ja richtig. Jetzt wollen wir das auch denn. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Okay. Nennt mich. Der. Ah, okay, das ist dumm. Lass uns einfach mal. Wir machen es anders. Ich wollte mich erst nennen. Vorname der, Nachname Schansen. Ist aber auch irgendwie bescheuert, ne? Okay. Schanzen Shepard? Ach so, Shepard werden sie einen wahrscheinlich immer nennen, die ganze Zeit. Shepard. Wegen Schanzen Shepard. Hört sich cool an. SS. Nicht so cool gerade, wo ich sie ausspreche. Nur ist zu spät. Fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Machen wir. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sie fürs Militär. Sie sind auf Mindor geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rand der Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindor und töteten ihre Familie und ihre Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst im Allianzmilitär. Wohl bin ich von der Erde. Als Waise sind sie auf der Straße der riesigen Erdmotor groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen. Indem sie sich mit 18 Jahren, okay, überall beim Militär. Das ist so typisch Karriere, ne?
Da bin ich doch eher hier so... Ah, hier der Underdog von der Erde. Psychologisches Profil bestätigen. Okay, während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extrem lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen wären. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen. Und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Kriegsheld? Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut betrachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianz. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie allgemein als kaltberechnend. Nee, ist auf. Einzig Überlebende ist ziemlich cool, weil ich auch Underdog-mäßig bin. Kriegshitte wäre auch nicht schlecht, ne? Was sagt das über mich aus? Ich bin der einzige Überlebende. Militärische Spezialisierung bestätigen. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinie eines Feuergefechts. Sie haben eine höhere Gesundheit, können sich auf alle Waffentypen spezialisieren, sind von Anfang an in der Lage, mittelschwere Panzerung zu tragen und können die Verwendung schwerer Panzerung trainieren. Techniker sind Technikspezialisten. Cool, ist ein cooles Teil in der Hand. Mit dem holographischen Universalwerkzeug können sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren und modifizieren, gegnerische Waffen und Schilde stören und ihren Squad heilen. Techniker können nur leichte Panzerung tragen und sind auf Pistolen spezialisiert. Experten sind Biotech-Spezialisten. Mithilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, den Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können nur leichte Panzerung tragen und sind auf Pistolen. Infiltrator. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten und sind darauf spezialisiert, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf die Chiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können sich auf Pistolen oder Präzisionsgewehre spezialisieren und mittelschwere Panzerung tragen. Das klingt gut, das bin ich. Wächter kombinieren Biotech- und Technikfähigkeiten. Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner... Also ich finde Infiltrator finde ich ganz cool, den nehme ich. Gesichtsidentifikation bestätigen. Okay, pass auf. Jetzt könnt ihr sehen, wie ich wirklich aussehe. Wir ändern das mal. So nicht. Gesichtsvorschläge? Naja, ich mache die Gesichtsstruktur. Ah, das kommt schon hin. Hautfarbe? Ich bin eigentlich ein... So würde ich sagen. Hauttyp? Keine Akne, bitte. Ich bin Babyface. Okay. Kopf. Nackenumfang? Stirnacken habe ich nicht, ne? So. Gesichtsgröße. Schmaler. Wangenbreite? Ah, so vielleicht. Wangenknochen? Sehe ich nicht so viel. Hagere Wangen? Ah, so, ne? Ohrengröße? Ich habe Mini-Ohren. Ohrenausrichtung? Bisschen höher vielleicht. Oder geht es um Segelohren? Ah, es geht um Segelohren. Die habe ich nicht. Gut. Die Augen. Aber da muss ich aber schöne Augen haben. Sieht aus wie ein Psycho. Nee. Das könnte schon hinkommen. Augenhöhe. Ja. Augenabstand. Ah. So, nicht ganz wie Kuhaugen. Brauntiefe. Ah, sieht besser aus. Braunhöhe. Oh. Irisfarbe, ja, die ist auf jeden Fall grün, hellgrün, so. Obwohl, das ist ein schönes Grün eigentlich, ne? Hallöchen, hallöchen. Hm. Okay. So, der Kiefer. Kinntiefe. Kinnbreite. Ah, so, vielleicht Kieferbreite. Ah, das kommt gut hin. So, Mund. Ich vertraue keinen Leuten, die schmale Lippen haben. Die sehen immer aus, als ob sie irgendwas zu verbergen haben, finde ich. Der ist auch gut. Und Tiefe. Und Breite. Ein bisschen breiter kann er unten sein. Lippengröße. Und Mundhöhe. So ist gut. So, Nase. Nochmal Nase. Nasentiefe.
Keine Ahnung, so. Haare. So, gucken wir mal, ob wir eine schöne Frisur finden hier. Ja, hier. Also. Meine Haare sind nicht wirklich dabei, gerade sehe ich. Oh, komm schon. Bin schon eher normal. So. Schöner Oberlippenbart, oder? Das wäre doch ein Highlight. Ziegenbart. Ein Drei-Tage-Bart. Ein Drei-Tage-Bart ist okay. Haarfarbe? So ein alter. Hier, so ein alter Gorilla. Hier so ein. Der Rücken. Tatsächlich habe ich aber braune Haare. So würde das schon passen. Farbe, Gesichtshaare. Oh, die machen wir ganz leicht. Okay, dann müssen wir schon heller machen. Sieht ganz so wild aus, finde ich. Narben. Ich habe tatsächlich eine Narbe und zwar über meinem Auge. Aber von der Schlacht von Isidor. So. Das. Ah. Das sieht fies aus. Ah, so eine wie ich habe, ist da nicht bei. Ich mache eine über die Lippe. Sieht ja gut aus. So, annehmen. Juhu. Profilwiederherstellung beendet. Perfekt. Identifikation bestätigt. Kampfschwierigkeit normal, automatischer Stufenaufstieg. Talentpunkte müssen jedes Mal, wenn es Shepard oder ein Squad mit einer Stufe manuell über den Squad-Bildschirm ausgewiesen werden. Talentpunkte werden automatisch im empfohlenen Talent zugewiesen. Okay, machen wir aus. Wir machen es manuell. Im Klassikmodus wird anstelle der neuen 1 bis 3 Stufen der ursprüngliche Bereich von 1 bis 60 verwendet. EP und Talentpunkteforscher bleiben gleich, aber die Zahl der Stufen verdoppelt. Was nimmt man denn da? Legendärer Modus? Dann lass uns den legendären Modus nehmen, den neuen. Untertitel lassen wir aus. Es sei denn, ihr wollt die mitlesen. Ach, dann lassen wir die an, was soll's. Squad-Fähigkeitsnutzung. Autospeichern ein, das ist immer gut. So, hoffentlich geht es los. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Akuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten, raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die in der Lage war, das Raumzeitgefüge zu kontrollieren. Die Mass Effect. So schnell konnte ich lesen. Tut mir leid, bin kein Tagesschausprecher. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Was für ein cooler Krieg. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer.
1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Oh, was sagen wir da? Ganz deiner Meinung? Sie übertreiben. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Berufsrisiko. Wir gehen nirgendwo hin, es sei denn, es gäbe einen guten Grund dafür. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich soll Sie scheinen verärgert zu haben. Na super, Sie haben den Captain verärgert und ich darf es ausbaden. Geben Sie nicht mir die Schuld. Der Captain ist immer schlecht gelaunt. Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Okay. Smooth, smooth. So, drücken Sie, um auf den Missionscomputer zuzugreifen. Gut, wir können auch lieber speichern, das ist schon nicht schlecht. Und direkt mal. Los geht's. Ist das der Kommunikationsraum? Ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Ich bin auf Eden Prime aufgewachsen, Doc. Das ist kein Ort, den Spectres besuchen. Es gibt etwas bei dieser Mission, das leidet. Sprechen wir mit ihm. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Was soll diese Frage? Wissen Sie etwas Besonderes? Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Das ist keine Überraschung für mich. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Warum so geheimnisvoll? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Können Sie mir noch etwas mehr darüber sagen? Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Ich sag mal, ich bin mal ihm. Pass mal auf. Ich bin froh, dass Sie helfen. Ein bisschen Hilfe kann niemals schaden. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Niles möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Warum das? Was ist hier los, Captain? Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus.
Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Ist es auch Ihre Meinung, Kapitän? Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihilus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Okay. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte. Oh. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Okay. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Was ist das, ne? Das ist eine gigantische Hand. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Nihilus, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Nihilus wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. So. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Okay, wollen wir aufschieben? Verdammt! Aber jetzt! Aha. Gehen Sie mit LT. Mach ja. So. So, gehen wir mit. Ich glaube, man kann die nachher auch noch positionieren, die anderen. Ne? War das nicht so? Was ist hier geschehen? LB, um die Waffe ihres Trupps zu wechseln. Ah, okay. Was passiert da?
Ich wollte keine Granate, ich wollte eigentlich nur... Ah, okay, das ist ein Medikit. Ist er tot? Oh, scheiße. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Vergessen Sie ihn, wir können ihm nicht helfen. Er verdient ein Begräbnis. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. Okay, Kane, so. Ich hoffe, du hast es einigermaßen drauf. So easy. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, Sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Steigen Sie auf, können Sie Ihre Fähigkeiten des Teams... Im Ausrüstungsmenü können Sie Ausrüstung des Trupps auswählen und verbessern. Drücken Sie um zwischen Objekten. Okay. Wo ist das gewählt aus? Examen die Verbesserung. Okay, wir haben nichts zum Aufbessern. Im Truppenbildschirm können Sie einen Blick auf die Talente Ihres Trupps werfen. Ah, guck mal da oben. Wir haben ja ein paar Punkte. Das machen wir hier nochmal. Machen wir mal die... Hat er das jetzt gemacht? Nee. Doch, Aiden hat auch noch welche, okay. Bei Aiden machen wir, Caden, bei ihm machen wir hier. Okay, der verteilt, gut. Speichern wir gleich nochmal. Überspeichern, ne? Geht ja auch. Lass mal weitergehen hier. Guck mal, hier habe ich die ganzen Waffen, die ich habe. Oder was? Ah, cool, das ist von dem anderen, den ich auswerfen kann. Okay. Läuft jetzt nicht vor, wo ich es ihm sage, oder? Ja, ist nicht so präzise, wie man schießen muss hier. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber trotzdem schräg irgendwie. Einfach mal so einen Zentimeter daneben schießen kann und trotzdem trifft. Ah, so. So kann ich vorausschicken, okay. Muss den Boden irgendwie anpeilen. Los. Du bist Kanonenfutter. Oh, da kommt sie. Wow, du siehst nicht schlecht. Oh! Was macht die denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe.
Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als Sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber Sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Schließen Sie uns an. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Gehen wir. Los geht's. Komm schon. Drücken Sie, um den Missionscomputer aufzurufen. Öffnen den Truppenbildschirm und Talentpunkte für neue. Okay, machen wir mal. So, sieht auch Talentpunkte. Sie kriegt auf jeden Fall hier einen Punkt rein. So. Pistole, Sturmgewehr ist besser, oder? Speichern. Jetzt untersuchen wir mal hier ein bisschen was. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Okay. Was habe ich denn jetzt da bekommen? Was hast du? So, warte mal. Da nicht, vielleicht kommt es kurz selber an sich. Ah, Helm kann man wegmachen. Finde ich schöner ohne Helm. Aber wo kann man denn. Bei der Ausrüstung hätte ich jetzt gedacht, dass man das da irgendwie ausrüsten kann. Warte mal. Also, das ist. Was ist das hier im Tagebuch? So, und jetzt die Ausrüstung. Ah, guck mal. Panzerung. Das war auf jeden Fall schon besser. Wesentlich besser. Aber mehr haben wir noch nicht gefunden. Okay. Das ist jetzt schon wieder gespeichert. Egal. Die Handfeuerwaffe. Mal schneller darauf reagieren. Die werden echt alle gefehlt hier, ne? Gehen Sie an den Rand Ihrer Decke und drücken Sie RT, um zu feuern. Halten Sie LT, um das. Aber was soll ich denn feuern? Hier ist doch keiner. Ah, okay. Okay. Aber warum steht sie denn ein bisschen weg hier? Macht ja auch keinen Sinn, ne? Da sind wir dahinter, ne? Ach, einen Nahangriff kann ich auch machen, okay. Ich habe mit einem Schlag umgehauen? Okay. Untersuchen kann ich ihn jetzt aber nicht großartig. Hier ist wieder was drin. Okay, hier sind noch mehr aufgefehlt worden. Was ist das denn hier? Suchen wir das mal. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken Sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Hm, lassen wir da hin. Wo ist denn die, welche Rampe? Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Okay. Opfer aufzuspießen, statt sie zu erschießen. Dafür muss es einen Grund geben.
Klassische psychologische Kriegsführung. Sie setzen Terror als Waffe ein. Ich sag ehrlich gesagt, enge eine Rampe hoch, aber welche meint ihr denn? Naja, werden das schon finden. Muss ja in diese Richtung sein irgendwie, ne? Muss ich fragen, wo wir gekommen sind auch. Bin ich hier richtig? Im Sound nach zu urteilen passiert gleich was, aber. Ja, irgendwie auch nicht. Ich glaube, wir sind einmal im Kreis gerannt, das ist denn so. Okay, da kommen wir nicht längs. Hier, gibt es eine Karte oder sowas? Da. Da ist das Lager und wir sind hier. Wir sind einfach mal am Arsch der Welt. Können wir hier ein Zielort einstellen? Bam. Aha, guck mal. Ja, mal was anderes, ne? Mal einfach den falschen Weg laufen. Kommen wir hier durch? Oh, hier liegt aber was. Ich bin gar nicht so verkehrt gewesen, hier längs zu gehen. Kühlkörper, Waffen-Upgrade, okay. Können wir gut für unsere Sniper benutzen, die wird ja ziemlich schnell heiß, ist mir aufgefallen. Aber jetzt laufen wir erstmal zurück. Obwohl, warte mal, können wir das gleich machen, ne? So, warte mal. Kühlkörper. Na gut. Ist es drauf? Das Ding ja. Perfekt. So, los geht's. Weiter geht's. Okay, ist ein ganz schöner Weg jetzt wieder zurück. Hört mal drauf. Von welcher Rampe meint ihr sie? Hab ich komplett übersehen, die Rampe. Keine Ahnung, welches war. Laut Karte sind wir gleich da. Glaube ich. So. Upgrade Kit? Ich war doch vorbeigelaufen an so ein Upgrade Kit. Irgendwas von Upgrade-Kit öffnen gerade, als ich hier links gelaufen bin, oder? Habe ich falsch gesehen? Hm. Anscheinend da. So. Haben wir schon aufgemacht. Was haben wir denn hier übersehen gerade eben, mal ganz im Ernst? Meint sie hier hoch? Wahrscheinlich. Na, okay. Hätte man auch gleich hochgehen können, aber naja, egal. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt.
Anscheinend, ja. Alter. Die mutieren, ne? Oder werden umgebaut. Was? Die leben noch. Was haben die Gegner angetan? Das sind keine Menschen mehr, würde ich sagen. Menschen sind das nicht mehr. Okay. Man kann die aber schon von Weitem sehen, die Upgrade-Kits, aber finde ich schon ein bisschen schwierig. Ja, muss man sich auch vorstellen, grafisch, das Spiel ist schon recht alt, ne? Aber trotzdem ist es immer noch nett gemacht irgendwie. Universalgel. Weg da. Haben ein paar Sachen eingesammelt. Gucken wir uns gleich alles an. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Für den Zugriff auf einige Fähigkeiten von Devotion und Elektronik erforderlich. Verfügt ein Top-Mail über eine genannte Fähigkeit, können Sie das Objekt mit Devotion und Elektronik beschreiben? Okay. Wiederholen Sie die erforderliche Tasten, wenn vor die Zeit abläuft. Starte manuelles Überbrücken. Ach, das war ein bisschen langsam, war nochmal. Nein! Ich dachte, es kommt eine Kombination, aber ich hätte gleich drücken sollen, als es aufstand. Ach, wie dumm war das denn? Das ärgert mich jetzt aber gerade mal richtig, weil da drin ist ein Überlebender. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Universalgel hier irgendwo. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd gerade. Da hätte man nochmal üben dürfen, oder? Für ein, zwei Sekunden. Weil das ist ja bescheuert. Das kommt ja nicht mehr rein. Also hätte man. Ja. Mehr finden wir hier aber nicht, ne? Ich finde keine Gel mehr irgendwo hier. Nee. Das ist ja echt ärgerlich. Hm. Schießen kann man es nicht. Schade. Das hat das X hier zu bedeuten. Weiß man nicht. Gut, von da sind wir ja hochgekommen, also gehen wir einfach hier weiter jetzt. Hm. Saren! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Oh, ein Verräter. Was ist das da hinten? Alter, kann ich nicht. Jetzt. Oh. Habe ich endlich Schuss? Oh, wie dumm war das denn? Ich dachte, das war irgendwas, was man einsammeln konnte. Okay. Wir müssen den ganzen Kram normal machen. Ja, okay. Ich habe nicht gespeichert zwischendurch. Macht nichts, machen wir schnell normal. Aber das war ja dumm. Ich dachte, das wäre irgendwas, was ich einsammeln konnte. Konnte ich anscheinend nicht.
Aber dann können, ach, dann können wir das Ding nochmal öffnen vielleicht. Wie geil ist das denn? Können wir überspringen? Ja. Können wir nicht überspringen. Aber es macht nichts. Das ist ja gut, dann können wir die Chiffrierung nochmal eingeben. Natürlich super. Also, ja, die Schilde kommen auch gleich wieder, oder nicht? So, hier gibt es ein paar neue Waffen, die gucken wir uns gleich mal an. Die gehen nochmal rein. Und wir sagen, guck mal, das haben wir das bekommen, um das aufzumachen. Okay, wir versuchen jetzt nochmal. Wir schaffen es jetzt, ja? Sie ist verschlossen. Okay. Relativ schnell sein. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Worn und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandy. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Na, warte mal. Was ist mit dem Angriff passiert? Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen, in der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören, Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Alter, der ist mal ein Pessimist. Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Was ich bekommen kann hier? Wahrscheinlich, okay. Gut. Schade, dass der nicht einfach zwischendurch mal automatisch speichert, wie die gesagt haben. Aber wahrscheinlich nur bei bestimmten Szenen. Gut. Die Quischenwegens haben wir auch schon gesehen, ne? Überspringen können wir die leider nicht. Würde ich gerne machen. Geht nicht. Saren! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ja, er ist ein Arsch. Aber wir speichern gleich nochmal. Nicht, dass wir das ganze Kram nochmal ansehen müssen. Ja, könntest du, ne? So. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Hm.
dir. Und er läuft runter wieder. Gut. Okay, lassen wir hier kurz oben nochmal durchsuchen, alles hier, was es hier so gibt. Gott, die Waffen aus dem Ordner wäre alles gleich. Können wir dechiffrieren, sollen wir das machen? Probieren wir mal, ob es nochmal so gut klappt. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind Sie weg? Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake. Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Zum Beispiel? Was für Pakete? Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Geben Sie es mir. Geben Sie es mir einfach. Dann bin ich schon wieder weg. Viel Glück. Was ist hier drin? Ah, guck mal. Starte mal das Kurzschließen. Guck, was er kann. Oh, guck mal, ich habe noch ein paar Sachen gefunden. Ich kann wahrscheinlich nicht mit allen Sachen was anfangen, aber mit den meisten, glaube ich. Müssen wir mal da runtergehen. Und die Pistole rausholen. Das ist Nihlus. Lass mal Nihlus untersuchen. Commander, es ist Nihlus. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Der andere? Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren zwei Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr. Und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Und dann? Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nihlus getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform. War wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um eine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Na super. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Erst drücken Sie sich vor der Arbeit und dann bleiben Sie in Ihrem Versteck und sehen zu, wie die Getier alle abschlachten? Ich habe nicht mal eine Waffe. Was hätte ich denn machen sollen? Rausrennen und sterben? Ich konnte sie nicht retten. Niemand konnte das. Es war schrecklich. Okay. Gehen wir. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Hm.
Idee. Oh. Irgendwie, die Waffe ist zwar gut, aber auch nicht so gut, ne? Wie kann ich den auswählen hier? Wie kann ich meine Waffe ausrüsten hier? Kann ich die auch ausrüsten irgendwie anders? Ach so, hier unten bin ich, okay. So. Schon beweglicher damit, ne? So. Ah, okay. Nur hier. Wen schießt der denn? Das war doch keiner, oder? Sehe ich den gerade nicht. Dann nehme ich doch mal mit meinem Sniper. Alles mitnehmen. Alter, jetzt komm. So. Zugsteuer aktivieren. Was machen? Machen wir mal. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spur, dass wir hier waren. Okay. Oh. Das sind so bedeutende Fragen. Kommen wir. Angetackelt.
Ich denke gerade nicht. Sprengladung! Die Geht müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Okay. So, die Gangway. Durch hier irgendwie. Okay. Dann schärfen wir diese auch nochmal. Eine Bombe. Fehlt noch eine Ladung, ne? Aber wo kann sie sein? Eine verbleibende Ladung. Aber die zeigt mir nicht an auf dem Radar. Wir müssen wahrscheinlich hier links. Hier ist er gerade eben aufgestiegen und hat sich in den Himmel gelobt. Aber wo ist die andere Bombe, ist die Frage. Wo ist die andere Bombe? Wir haben noch 2 Minuten 12. Was mitnehmen? Vielleicht zu diesem Ding hier einmal hingehen? Okay, wir müssen es suchen jetzt. Irgendwo muss es ja sein. Halt, geh jetzt runter. Hier links vielleicht. Ich habe hier irgendwas gehört, was da gerade gepiept hat, oder bin ich blöd? Da höre ich was piepen. Geht hier runter? Nee. Man hört es hier piepen. Ich weiß nicht, ob Sie auch hören können. Ganz leichtes Piepen. Aber ist die Frage, wo ist es? Ist es vielleicht hier drin? Können wir da reinkommen irgendwo? Hier sind wir gekommen. Scheiße, ich weiß. Die Zeit läuft weg. Schnell! Ich glaube, da können wir gleich mal rein hier. Man hört das ja, aber wo ist das denn? Oh, verdammte Axt. Jetzt fliegt das Ding in die Luft und wir haben 42 Sekunden Zeit. Okay. Kann ich nicht. Komme ich einfach runter? Nee, kann man nicht mal. Hä? Wo kann die sein? Ich höre sie ja, aber
gibt hier keinen Zugang. Okay, boom. Shit! Wo ist denn die letzte? Keine Ahnung, wo die ist. Habt ihr die gesehen? Ich hab die nicht gesehen. Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Das ist ja auch eigentlich nicht so schwierig, aber die letzte weiß nicht, wo die ist. So, jetzt haben wir die drei. Jetzt fehlt uns noch die letzte. Aber wo ist diese kackletzte Bombe? Oder haben wir die gerade eben übersehen? Ich glaube, die haben wir gerade eben übersehen. Wir sind vorbeigelaufen. Kann das sein? Weil hier ist die andere Bombe gleich, oder? Ich habe die einfach nur übersehen gerade eben. Auch wie dumm. Wie dumm von mir. Naja, egal. So ist das. So, wir machen das schnell noch zu Ende hier. Und dann reicht das auch schon für heute. Kram hier überlauf. Ja. Eingesammelt. Ja, hat er eingesammelt, ja. Okay. So, jetzt können wir zu diesem Teil dahin, ne? Jetzt können wir es auch untersuchen. Konnten wir vorher nicht wegen den Bomben. Gucken, was da passiert. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Tatsächliche Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Das war's mit dem Sender, würde ich sagen. Finito.
Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Ups. Spoiler-Alarm. Dieser Doktor? Mensch bin ich. Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Na. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Also einige Synchronstimmen sind echt schlecht. Doktor. Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir Sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe Sie auf die Normandy versetzen lassen. Gute Idee. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir Sie in die Crew aufgenommen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spectre, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spectre außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hasst. Das stimmt. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Eine Vision. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren.
Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Kleine Laufburschenarbeiten muss ich jetzt machen. Gut. Ja, aber bevor wir das machen, würde ich sagen, reicht das für heute. Das war auch eine lange Folge, gebe ich zu. Und die nächsten werden nicht ganz so lang, aber ich dachte, zum Auftakt muss die ein bisschen länger sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, lasst mir doch irgendwas in den Kommentaren, damit ich weiß, ob das so okay ist. Ich lasse die Dialoge einfach laufen. Ich spreche die natürlich nicht mit, weil es ja Deutsch ist, wäre Quatsch. Natürlich ist dann meine Stimme ein bisschen weniger da, aber für die meisten wird es wahrscheinlich schön sein, dass sie meine Stimme nicht hören können. Also von daher, ja, vielen Dank. Bis dann, tschüss.